اللهم صل على محمد وآله. إنا لله وإنا إليه راجعون. Wir sind beide keine Tarek Makhtar. Wir versuchen unser Bestes. Inshallah, ich werde auch ab und zu etwas davon übersetzen, was wir hier vorlesen. Am Ende hat Hussein, salamullah alayhi, heute ist der Tag, wo er seine ganzen Unterstützer, seine ganzen Helfer, die ihm dabei helfen wollten, hat er verloren, einzeln. Und Bruder Haider ist zu Makhtar al-Abbas alayhi salam gekommen. Und in dem befindet sich Qala al-Mufid rahimahullah, kana al-Abbas salamullah alayhi shuja'an miqdaman ila al-harbi wa saburan ala al-ta'ni wa al-darbi wa kana yawm al-ashir. Von Abbas alayhi salam haben wir schon etwas mitbekommen in der letzten Zeit. Hier wird erzählt von Sheikh al-Mufid rahimahullah, dass Abbas ein Tapferer war, einer, der Sehnsucht nach dem Tod hatte, einer, der standhaftig war, einer, der mächtig und heftig in dem Krieg war. Und am 10. Tag war er der Träger von den Banner von Hussein salamullah alayh. Und er hat auch mit seinem Vater früher, mit Ali salamullah alayh, in Harb Siffin gekämpft. Hat 7 von Muawiyas seine Helfer getötet, von den Bewohnern von Scham, von Damaskus. Und als Ibn Ziyad mitgeteilt wurde, dass Abbas ist mit Hussein, salamullah alayhi, das heißt, er war bekannt unter diesen Menschen, in Karbala, hat ihn eine Sicherheit garantiert mit Schimmer. Hat ihn angeschrieben, dass ich dir eine Sicherheit mit Schimmer, la'anahullah, garantiere. Nicht aus Mitleid, sondern aus Angst. Und als sie die Geschwister von Abbas töteten und all die Familie oder Familienangehörigen von seiner Familie jetzt gemeint, von Abbas in Karbala, guckte Abbas alayhi salam um sich herum. فَجَعَلَا يَنْظُرُوا إِلَيْهِمْ وَهُمْ عَلَى الثَّرَى مُجَزَّرِينَ كَالْأَضَاحِي فَلَبِسَ لَامَةَ حَرْبِهِ وَتَقَلَّدَا بِسَيْفِهِ وَدَنَا مِنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ يَسْتَأْذِنُوا بِمُبَارَزَةِ الْأَعْدَاءِ فَأَذِنَا لَهُ أَخُوهُ الْحُسَيْنِ وَقَالَ لَهُ يَعُزُّ عَلَيَّ فِرَاقُكَ. Er ging zu Hussein alayhi salam, bat um ein Erlaubnis, dass er die Rache für seine Familie zumindest nimmt. Da hat Hussein alayhi salam ihn erlaubt und sagte zu ihm, dass es mir schwer, mich von dir zu verabschieden. Ya Akhi ya Abbas fa'tanaqa كل واحد منهما الآخر واستودعه وداعا لم يكن بعده اجتماع. Die haben sich beide gegenseitig umarmt, fest umarmt. Und sah es so aus von Anfang an, dass sie sich nicht wieder treffen. Und jeder von den beiden hat geweint. Abbas und Hussein, salamullah. وكل منهما يبكي على فراق أخيه ثم قال له الحسين ادخل المخيم
واستودع إخواتك وبنات أخيك فاجعلا يودعهن العباس وداعا لا رجوع بعده أبدا. وقد اشتد العطش بالنساء والأطفال فقالوا له يا أبا الفضل إذا استنصرت على الأعداء آتنا بشيء من الماء. فقامت إليه سكينة وتعلقت به وهي تسأله عن جرعة من الماء. الحسين عليه السلام فأبشيدته und er wollte hin zu den Feinden. Sagte Hussein عليه السلام: geh ins Zelt und verabschiede die Frauen und die Kinder. Und die Kinder sprachen mit Abbas und sagen: O Abbas, wenn du schaffst, gegen die Feinde zu gewinnen, bringt uns etwas, was zu trinken. Wir sind sehr schwach geworden durch diesen Durst. Und selbst wenn nur einen einzigen Schluck. Er hat sie versprochen. ووعدهن بإتيان الماء فأخذ القربة بكتفه والعلم بيمينه واستوى على ظهر جواده وتوجه نحو القوم الظالمين وهو كالجبل العظيم وقلبه كالطود الجسيم. فلما توسط المعركة فروا من بين يديه. Er nahm die Fahne von Abu Hussein salamullah alayh in seine Hand und den Wasserbeutel in einen anderen Hand und reitete dorthin zu dienen. Als er ihnen nah angetreten war, sind sie von ihm weggelaufen. Und sie hatten keinen Mut, vor ihm zu stehen. ولم يجسر أحد أن يلقاه فنادى العباس يا عمر بن سعد هذا الحسين بن بنتي رسول الله يقول لكم أنكم قتلتم أصحابه وإخوته وبنيه وبني أخيه وقد بقيا وحيدا فريدا مع بعض أهل بيته وهذه نساؤه وأطفاله عطاشا قد احرقا قلوبهم الظمأ فخلوا بينه وبين الماء الفرات فإنه أشرف على الهلاك. العباس سلام الله عليه fing an mit diesen Menschen zu sprechen. Er sagte: ihr habt die ganzen Familienangehörigen Husseins alaihi salam umgebracht. All seine Freunde sind weg und die Familie, den Rest, was da geblieben ist, von Kindern und Frauen und er selbst sind am Verdursten. Versucht mal etwas Herz dafür zu haben, sodass wir irgendwas dorthin bringen an Wasser, sodass sie gerettet werden. Er und seine Familie. ومع ذلك يقول لكم دعوني أذهب إلى بلاد الهند والروم وأخلي لكم الحجاز والعراق. حسين سلام الله عليه im letzten Augenblick hat versucht, wo er da keine Chance mehr sah, dass diese Menschen recht geleitet werden, hat versucht seine Familie davor zu retten. Er sagt: ich mache euch ein Angebot, gib mir die Chance nach Indien wegzufliegen oder zu den Römer und ich hinterlasse euch diesen Platz und den Irak. فلما سمعوا كلامه قالوا له يا ابن ابي تراب قل لاخيك الحسين لو كان ماء الارض تحت ايدينا ما سقيناكم منه قطره واحده. Sie sagte zu Abbas: sag zu deinem Freund, zu deinem Bruder, Sohn von Ibn Abi Turab, dass selbst wenn das ganze Wasser unter unseren Füßen sein wird, wir werden euch nicht mal einen Tropfen geben zum Trinken. Bis ihr euch Yazid und Ibn Ziyad unterwirft oder den Tod genießt. Rassa ba'ad Rassa,
Schluck für Schluck, Schluck. Das heißt, ihr würdet den Tod nur trinken können. Kein Wasser. فسبهم العباس وحمل عليهم ففرقهم عن المشرى بعد أن قاتلهم قتالا شديدا وهو يقول إني أنا العباس صعب في اللقاء أضرب الهام وأفري المفرقا إني أنا العباس أغدوه بالسقا أرجو الجنة في يوم الملتقى فاستلم أبو الفضل مشرعة الماء فنزل عن ظهر الجواد وأخذ جرعة ليشربها فتذكر عطش أخيه الحسين وأهل بيته كلهم عطاشا والمواساة هي من دين الإسلام فرمى العباس جرعة الماء من يده وقال لا ذقته وأخي الحسين عطشان وأنشد يقول يا نفس بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أن تكوني أتشربين بارد المعين وهذا حسين شارب المنون هيهات ما هذا فعال ديني ولا فعال صادق اليقين. Als er zu dem Wasser gegangen ist, wollte etwas davon schöpfen, erinnerte sich den Durst von seinem Bruder Hussein, salamullah alayhi, den Durst von der Familie, ließ das Wasser von seiner Hand fallen und sagte, O du Seele, du sollst es nicht leicht haben nach Hussein, sei Hussein nicht am Leben, wirst du nicht am Leben bleiben, wirst du etwa von dem kalten Wasser was trinken und dieser Bruder Hussein wird bald das Blut trinken. Wehe dir, oh die Seele. Er spricht mit seiner eigenen Seele. Das macht nicht derjenige, der so eine Religion trägt wie ich. Und das macht nicht derjenige, der wahrhaftig ist. ثم ملأ المزاد وصعد بها من المشرع وأراد أن يوصلها إلى مخيم بنات رسول الله فأطبق عليه القوم الظالمون من كل جانب ومكان وقطعوا عليه الطريق وجعلوا يرشقونه بالنبال حتى صار درعه كالقنفذ وهو يدافع عن القربة حتى اقتحموا عليه فضربوه بالسيف على يمينه فقطعوها فقال والله وإن قطعتم يميني إني أدافع أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين نجل النبي الطاهر الأمين. Als er das Wasser in der Hand hatte, in diesen Beutel, stieg auf sein Pferd und wollte dorthin zu seinem Bruder Hussein, salamullah alayhi. Dann bewarfen sie ihn mit den Pfeilen, sodass er wie ein Igel aussah, auf seinen Rücken und auf seinen Brust. Und dann rannten sie rasch zu ihm und schlugen sie ihn auf seinen rechten Arm, wobei er den verloren hat. Und dann sagt, ich schwöre bei Allah, selbst wenn ihr meinen Rechten abhakt, ich werde für immer für meine Religion kämpfen und für meinen Imam, der wahrhaftig und ehrlich ist, der Nachkomme des Propheten, der rein ist. فقتل منهم 80 فارسا على ما رويا فأحاطوا به وضربوه على يساره فقطعوها فعجز عن القتال وجزعت نفسه من كثرة العدو فقال مخاطبا لنفسه
يا نفسي لا تخشي من الكفار وابشري برحمة الجبار قد قطعوا ببغيهم يساري فاصلهم يا رب حر النار. Dann fing er an mit seinen Linken zu kämpfen, so dass er von denen über 80 Ritter umgelegt hat. Und fing an zu reden mit seiner Hand, mit seinem Selbst und sagt, O du mein Selbst, O du Ich, sollst du nicht vor den Kuffar fürchten und sollst du schöne Nachrichten über die Barmherzigkeit des Allmächtigen haben. Die haben mit ihrer Feindseligkeit meinen Linken auch abgehakt. O Allah, gib ihnen die peinliche Strafe des Feuers. ولما قطعت يدا العباس أخذ القربة بأسنانه يريد أن يوصلها إلى النساء والأطفال وفاء بوعده لهم بالماء ولكن القوم الظالمون لن يتركوه أن يصل إلى الماء أو يصل بالماء إلى المخيم بل كمن له رجل منهم مع جذع نخلة وبيده عمود من حديد حتى صار العباس محاديا له فقام وضربه على أم رأسه بعمود الحديد فوقع العباس صريعا إلى الأرض يخور بدمه فنادى أهل البيت بأجمعهم وعباسا وحسرتا وكربتا وغربتا وقلتا ناصرا بعدك يا أبا الفضل وعندما سقط أبو الفضل العباسي إلى الأرض نادى بأعلى صوته يا أخاه يا حسينا يا حسينا يا حسينا عليك مني سلام يا حسينا وحسينا وحسينا السلام يا أخا فلما سمع صوته الحسين حمل على القوم وفرقهم عنه وهو يقول لهم أين تولون يا أعداء الله وقد قتلتم ابن والد العباس ثم نزل الحسين عند مصرعه كالصقر المنقض على فريسته فوجد العباس صريعا يتخبط بدمه والعلم إلى جانبه ممزقا والقربة ممزقة والسهم نابت بالعين ورأسه منطبر نصفين. الحسين عليه السلام gemerkt hat oder gehört hat, dass Abbas alaihi salam auf einmal geschrien hat, als sie ihn auf den Kopf schlugen und er auf dem Boden fiel, hörten die Familie seine Stimme und alle haben zusammen gerufen, O Abbas, O unser Abbas, O unser Helfer, O unser Versprecher. Er hat ihnen versprochen, das Wasser zu bringen
Oh, unser Opa, unser Onkel. Oh, unsere Katastrophe. Oh, unser Übel. Was ist denn los jetzt passiert? Wieso kommst du denn nicht? Und dann Hussein alaihi salam rannte mit seinem Pferd dorthin zu ihm, wo er auf dem Boden lag, und neben ihm lag dieses Wasserbeutel, diesen Wasserbeutel und sein Banner. Und er am Sterben war, ohne Arme, mit aufgeschlitztem Kopf. Und das Wasser, das Blut lief aus jeden Ecken von seinem Körper. فانحنى عليه والدمع يجري على وجنتيه وجعل يقول الآن شمت بي عدوي الآن الآن انكسر ظهري الآن تفرق شملي ثم جلس عند الحسين عنده الحسين عليه السلام فوضع رأسه على ركبتيه وجعل يمسح الدمع والتراب عن جبين العباس سلام الله عليه وأراد حمله إلى المخيم وكان قد بقي في العباس رمق الحياة فأشار إليه بكلام خفي أن يتركه في مصرعه وأنه لا يصدر إلى المخيم حيث أوعدهم بالماء والقربة قد مزقها القوم وأريق منها الماء وقد صعب عليه عدم الوصول إلى الماء بالماء إلى الأطفال والنساء ثم بلغت روحه دار الجنان فتركه الحسين في مصرعه فقمنا النساء ولطمنا الخدود وشققنا الجيوب على العباس ودعين بالويل والثبور. حسين عليه السلام hat versucht seinen Bruder zu retten, wobei er noch am Sterben war, nahm er seinen Kopf und tat ihn auf seinen Schoß und fing an, das Blut von seinem Gesicht abzuwischen und wollte ihn tragen. Abbas a.s. sagt, versuch nicht, lass mich lieber hier auf diesem Platz sterben, denn ich habe die Familie versprochen, Wasser mitzubringen und ich mag nicht ohne Wasser dort sein. Hussein a.s. guckte um Abbas herum und sah, dass dieses Beutel auch mit dem Schwert getroffen war und zerfetzt gewesen. Und er ließ ihn auf den Boden fallen und fingen an, die Frauen zu schreien und die Kinder und sich auf dem Gesicht zu hauen. وَبَعْدَ أَنْ قُتِلَ أَبُ الْفَضْلِ الْعَبَّاسِ فَلَمْ يَبْقَى مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ إلا بعض الفتية الذين هم دون البلوغ أو هم راهقوه وكان الحسين يحرص على بقائهم. Als Abbas عليه السلام Märtyrer fiel, blieb von seiner Familie nur übrige kleine Kinder, die Pubertät nicht erreicht hatten. Dann hat Hussein عليه السلام sich die Mühe gemacht, sodass diese Kinder am Leben bleiben. فَجَاءَ الْقَاسِمُ إِلَىٰ عَمِّهِ الْحُسَيْنِ حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ بِمُبَارَزَةِ الْقَوْمِ فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ وَكَانَ قَدْ خَطَبَ ابْنَةَ عَمِّهِ سُكَيْنَا يَوْمَ كَرْبُلَا خَطَبَهَا لَهُ عَمُّهُ الْحُسَيْنِ بِوَصِيَّةٍ مِنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ وَهَذِهِ الْوَصِيَّةُ لَمْ تَنْفُذْ إلا يوم كربلاء عندما صمم القوم على قتل الحسين وقتاله فسارع الحسين إلى تنفيذها في كربلاء والحرب عند بني هاشم فرح وسرور ولكن القاسم لم يجلس عندها ولم يرها قط وكان الأمل أن القاسم لا يبرز إلى القوم الظالمين وإذا لم يبرز
لم يجرؤون على قتله بل يبقى مع زين العابدين ويرجع إلى المدينة سالما لصغر سنه. هكذا كان أهل أمل الحسين وأهل بيته، ولكن الغيرة الهاشمية والشجاعة الحيدرية دعت القاسم وحملته على الجهاد، وأن يحامي عن أهل بيته ويدافع عن عمه الحسين، فبرز إلى قتال القوم وقد منعوا أهل البيت عن ذلك، وتعلقنا به النساء تعلق الثكلى بوردها، وقال دعوني أجاهد بين يدي عمي الحسين، أفديه بروحي وأقيه بنفسي. فقالت له النساء يا قاسم فماذا تصنع بعرسك؟ قال أخرت عرسي إلى يوم القيامة. فقلنا له النساء بأي شيء نعرفك يوم القيامة؟ فقبض على رثنتين وقطعها وقال لهن يا أهلي تعرفوني بهذه الردن المقطوعة؟ فأفجع أهل البيت بعمله هذا. ولما نظر إليه عمه الحسين توجه نحو القوم منعه عن القتال، فقال له يا ابن أخي أتمضي إلى الموت؟ قال أجل يا عماه لا بد من الموت. وجعل القاسم يقبل يديه ويطلب منه الإذن بمبارزة القوم ويلح عليه حتى أذن له، ثم ألبسه عمامة أبيه الحسن وأرخى لها ذوابتين وألبسه ثوبان على صورة الكفان، ثم أرسله نحو القوم. فبرز القاسم وأطل على القوم الظالمين كأنه القمر، ولم يكن أحد من أهل البيت خرج على هذه الصورة إلا القاسم، خرج بلباس الموت والأموات، وكانت دموعه تسيل على خده، وقد أجهش القوم وأدهشهم صورة الكفن، وذكرتهم مراحل الآخرة ومن عادة العريس أن يلبسه أهله ثياب الزينة، إلا القاسم ألبسوه ثياب الموت والأموات. فخرج على القوم وهم لا يعرفونه، فجعل يقول أتنكروني فأنا، إن تنكروني فأنا ابن الحسن نجل النبي المصطفى المؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن. Als Qasim a.s. sah, dass sein Onkel gestorben ist, ging er zu Hussein a.s. und bat ihn um Erlaubnis, gegen diesen Menschen zu kämpfen. Da war Hassan, das Vater, und Hussein schon im Voraus, haben sie die Verlobung für dieses Kind gemacht, denn dieses Kind war Sohn von Hassan a.s. mit Sukaina. Und sie haben sich verabredet oder abgemacht, dass sie verheiraten sollen an einem bestimmten Tag, und fiel dieser Tag am 10. von Muharram. Hussein sagte zu ihnen, nein, ich erlaube dir nicht. Du bist noch viel zu jung und du bist ein einvertrautes Kind meines Bruders. Und jetzt ist die Zeit, dass du heiratest. Er hat damit gehofft, dass dieses Kind zu seinem Bruder, zu seinem Cousin Ali Sajjad a.s. ins Zelt hineingeht und dort bei ihm bleibt, so dass er gerettet wird, damit er diese Hochzeit in Erfüllung bringt. Qasim sagt,
Oh Onkel, ich schaffe das nicht, diesen Menschen zu sehen und ohne sie weiter am Leben zu bleiben. Ich möchte gerne, dass sie getötet werden. Er hat immer wieder versucht, dorthin zu rennen, und Hussein alaihi salam versuchte auch, ihn daran zu hindern. Mit der Hoffnung, dass er, weil er jung war, dass sie ihn nicht töten und ihn freilassen, sodass er nach Medina zurückkehrt und dort sein Leben weiterführt mit seiner Cousine. Aber diese Tapferkeit von den Haschimiten, von den Haidariten, ließ Qasim nicht zu, dass er ruhig wird. Dann ging er dorthin zu denen, und Ahlul Bayt, diese Frauen, die noch da waren, haben versucht, sich an ihn zu klettern, zu klammern, sodass er nicht weggeht. Und sie fingen an, allesamt zu weinen. Und sie sagten zu ihm, das ist die Zeit deiner Hochzeit. Er sagt, ich werde meine Hochzeit selbst ausführen. Ich habe meine Hochzeit bis Qiyama aufgeschoben. Dort werde ich meine Hochzeit feiern. Dann haben sie ihm gesagt, wie sollen wir dich denn daran erkennen? Er nahm so ein Stück Tuch und er sagt, daran werdet ihr mich erkennen. Dieses Tuch wird nachher mit Blut gefleckt, befleckt, und daran erkennt ihr mich dann nachher in Qiyama. Hussein a.s. versuchte immer wieder zwischen ihn und die Feinde zu stehen. Dann sagte er zu ihm, oh Onkel, der Tod ist unentbehrlich. Und fing an, die Hände von Hussein a.s. zu küssen. Mit der Hoffnung, in ihn angeflohen, sodass er ihn erlaubt, dorthin zu gehen und zu kämpfen. Er weint, beugte sich nieder auf seine Knie und küsste die Hände von Hussein a.s. Erlaube mir, Onkel, erlaube mir, ich schaffe es nicht, zwischen diesen Tyrannen zu leben. Er sah so schön aus, wie ein Mond, der geleuchtet hat. Und er trug ein Leichentuch auf seine Schulter und er sagt, das ist mein Hochzeitskleid. Kein Mensch von Ahlul Bayt alaihi salam hat ein Leichentuch getragen außer Al-Qasim. Er ging mit dem Toten, mit dem Totenkleider, und seine Tränen liefen auf seinen Wangen und fingen an, die Ahlul Bayt alaihi salam alle zusammen zu weinen, als sie ihn in dieser Lage sahen. Nur Al-Qasim hat die Toten die Kleider angezogen. Er rennt zu den Feinden und er sagt, wenn ihr mich verleugnet, so bin ich der Sohn von Hassan, der Enkelsohn von Muhammad al-Mustafa, den Allah subhanahu wa ta'ala diese Religion anvertraut hat. Dieser Hussein ist wie ein Gefangener zwischen diesen Menschen, die Allah subhanahu wa ta'ala mit dem Höllenfeuer quälen wird. Thumma nada, wailaka ya ibn Sa'd, ama tattaqi Allah, ama tadhkur atasha yawm al-qiyama, faqala lahu ibn Sa'd, la'anahu Allah, ama kafakum at-tajarru', ama tuti'una amra Yazid, فسبه وسب يزيد ومعه وجعل يقاتلهم حتى قتل منهم عدة رجال وهم يتحامون قتله ولا يجرؤون عليه إلى أن مر بابن نقبل الأزدي لعنه الله وقد انقطع شسع نعل القاسم فانحنى القاسم حتى يصلح شراك النعل فاغتنمها الأزدي اللعين وضرب القاسم على رأسه بالسيف
فوقع القاسمان وجهه صريعا على الأرض وقد صبغت الدماء ثيابه فنادى بأعلى صوته يا عماه أدركني يا عماه أدركني فجلى الحسين كما يجلي السقف وشد شدة ليث أغضب وضرب قاتل القاسم فاتقاه بيده فقطعت ثم حمل القوم على الحسين ليستنقذوه فوطأه الخيل حتى مات وأتى الحسين إلى مصرع القاسم فوجده خطيبا بدمه وقد بلغت روحه دار الجنان فحمله ووضعه عند المخيم وجعل يقول بعدا لقوم قتلوك ومن كان خصمهم يوم القيامة فيك جدك وأبوك يوم والله كثرا واتره وقل ناصره فقمنا النساء ينحنا على القاسم وعلى شباب أهل بيت النبي في ذلك نعي على الشبان يا قلبي تفطر شباب ومثل روح الطير من خار شباب ما فيه لبخدى خطوط الشعر لا والله وجدا ولا ما بين من أدرك بلوغه وبين بعدا وبين الصار للنبل مكور. حسين عليه السلام beobachtete von Weitem, wie Al-Qasim mit den Feinden gekämpft hat. Und er war so ein kräftiger Junge, sodass die Feinden vor ihm wegliefen, bis einer der stärksten dieser Feinde an ihn langsam, langsam sich genaht hat. Dieser Verfluchte hieß Al-Uzdi, Al-Azadi. Hat auf Al-Qasim gewartet und beobachtet und währenddessen ging den Sandal von Qasim kaputt, ging Qasim nach unten, um diesen Sandal wieder anzuziehen. Und dann greifte diesen Uzdi ihn an und schlug ihn auf seinen Kopf mit dem Schwert. Hussein a.s. hat sich dorthin geeilt, damit er seinen Neffen rettet, war für ihn viel zu spät, denn er lag auf dem Boden und fing an, sein Leben zu verlassen, trug er die Leiche seines Neffens und brachte er sie zu seiner Familie zurück. Und dort lag die Leiche vor der Mutter. Und die Mutter, wie wir schon vor einigen Tagen gehört haben, fing an, sie ihn zu trösten und mit ihm zu reden. Indem sie ihm gesagt hat, Qumma bin al-Hawashim, Qumma bin al-Hawashim, Yassilil al-Tahirin. Gilli ya uledi ya Hash, ya Jasim, Inta marmi bil-Shamis, Hennetak bidi'ajinitha, Ufassalit tob al-Aris. Redet sie mit ihm, sagt, steh auf, O Jasim, steh auf, O Jasim, du einen Nachkommen der Reinen, steh auf, ja Jasim, warum liegst du in der Sonne? Steh auf, ja Jasim, ich habe deine Henna schon vorbereitet, damit ich deine Hände schön mache, damit du die Hochzeit erlebst. Steh auf, ja Jasim, zwischen die Haschimiten. Steh auf, ich habe dein Kleid genäht, damit du das anziehst in deiner Hochzeit. Steh auf, o Jasim. O Jasim, warum enttäuschst du mich? Ich habe mir gewünscht, dass ich eines Tages mit deinen Händen begraben werde. Dass deine Hände mich begraben. Dass du dieses Land, dass du die Erde auf mir liegst, die Erde auf mir schmeißt. Und jetzt muss ich das machen. وَبَيْنَمَا أَهْلُ الْبَيْتِ كَانُوا يَبْكُونَ وَيَنْدُبُونَ عَلَى الْعَبَّاسِ وَعَلَى غَيْرِهِ مِنَ الْقَتْلَى
إذ أخشي على طفل صغير من شدة العطش والظمأ فكان يرتعش من العطش كالطير المذبوح يعالي السكرات الموت وكانوا على موعد من العباس أن يأتيهم بالماء فالعباس ذهب أمامهم إلى الآخرة فقالوا يا أبا عبد الله خذ هذا الطفل الصغير إلى القوم لعلهم يرقون له ويرحمونه بشربة من الماء فترجع روحه إليه وكان الحسين يعلم أنهم لا يرحمونه إذ لم يبقى في قلوبهم مثقال حبة خردل من الرحمة فقست قلوبهم فكانت كالحجارة أو أشد قسوة ولكن إتماما للحج على الظالمين حتى لا يبقى لهم عود عند ذلك عند الله تعالى فحمل الحسين طفله وتوجه به نحو القوم فقال لهم يا قوم قد قتلتم أصحابي وأهل بيتي ولم يبقى عندي سوى هذا الطفل وهو يتلظى عطشا فارحموه لصغري سنه وليس عليه جناية ولا يدري ما الغاية خذوه فاسقوه شربة ماء فإنه أشرف على الهلاك فاختلف القوم الظالمون فمنهم من قال اسقوه ليس عليه جناية ولا يدري ما الغاية ومنهم من قال لا تسقوه ولو قطرة واحدة واطيعوا أمر الأمير ابن زياد ومنهم جعل ينتحب ويبكي على هذه الحالة ومهما قست القلوب وتحجرت فإذا شاهدت هكذا وقائع تخشع وتلينا وترجع عن بغيها وظلمها فعند ذلك التفت عمر بن سعد لعنه الله إلى حرملة بن كاهل وقال له ارمي الطفل بسهم واقتله قبل أن يختلف علينا القوم فوضع سهمه اللعين في كبد القوس وكان لا يخطئ في سهمه ثم عاين الطفل وهو في حضن أبيه فرماه بسهم فذبحه من الوريد إلى الوريد فلما أحس الطفل بحرارة السهم اعتنق أباه وصرخ صرخة عظيمة سمعها أهل العسكر فجعل الحسين يده تحت دم الطفل وكلما امتلأ كفه من دمه بعث به نحو السماء ويقول هكذا ألقى جدي رسول الله على هذه الحالة فثم رجع الحسين به نحو المخيم والطفل مذبوح بين يديه وثيابه قد خضبت بدمه وكل هذه الأعمال كانت عظيمة للقوم حتى يرتعدوا عن قتل الحسين ولم ينتفعوا بتلك الأعمال شيئا وإنما كانت حجة عليهم يوم لا ينفعهم مال ولا بنون. Als Abbas a.s. nicht mehr kam, als Al-Qasim nicht mehr kam und die ganzen Leute, die noch drüben übrig waren, lebten mit Hoffnung, dass irgendwann mal etwas Wasser zu der Familie kommt. Und auf einmal war so ein kleines Baby, der kurz vorm Sterben war, der am Zittern war vor Durst, bat die Mutter des Babys, nämlich die Frau von Hussein a.s. und dieses Baby ist Sohn von Hussein a.s. Das ist Abdullah. Sagte zu ihm, nimm mal das Kind und versuch mal etwas Wasser für ihn zu holen. Denn ich schaffe das nicht, mit anzugucken, wie er vor meinen Augen verdurstet. Hussein a.s. sagt, obwohl dass sie das nicht machen werden, werde ich dies tun,
nur damit ich dann vor Allah subhanahu wa ta'ala gerade stehe, dass ich ihnen diese Sache vorliege, zeige und versuche ich damit ihren Herzen etwas weicher zu machen. Aber sie haben Herzen wie Steine, sagt Hussein alaihi salam. Ich nehme trotzdem das Kind, das Baby mit und gehe ich dorthin, um ihnen Wasser zu holen. Er nahm das Kind auf seinen Arm und ging zum Wasser und hat geredet erstmal zu diesen, mit diesen Menschen. Die sagen, er sagte zu denen, ihr wisst, ich habe nicht viele, die übrig geblieben sind von meiner Familie. Und das ist ein kleines Baby, der nichts dafür kann. Ob ihr das erlaubt, dass ich für ihn etwas Wasser gebe? Da haben sich die Armeen, diese Soldaten, gestritten. Einige sagten, gebt ihm doch Wasser. Der hat nichts getan, der hat nichts verbrochen. Und der wird auch nichts Schaden erbringen, wenn er gerettet wird. Und einige sagen, nein. Wallah, wir geben ihm nicht mal einen Tropfen von diesem Wasser. So dass Ibn Sa'ad, la'anahullah, Umar Ibn Sa'ad, dieser Anführer, der Führer von dieser Armee, er sagte, ich fürchte jetzt, dass meine Armee sich gegenseitig bekämpft und da eine innere Fitna entsteht. Dann sagte er zu Harmal, la'anahullah, das ist der Mörder von diesem Kind. Er sagt, nimm mal deinen Pfeil. Und der war einer der perfektesten mit dem Zielen. Er hat nie sein Ziel versagt. Er sagt, nimm mal deinen Pfeil und versuch mal, das Kind mit deinem Pfeilbogen zu töten, zu schächten. Er nahm seinen Pfeilbogen und dann hat er ihn getroffen. Und dieser Pfeil ging von einer Seite in der andere Seite hinaus. Auf einmal zitterte das Kind und umarmte seinen Vater und dann schrie, es kam so ein Schrei, so ein Ton raus, sodass die ganzen Soldaten von den Gegnern mitbekommen haben und zitterte zwischen die Hände von Hussein a.s. Jedes Mal Hussein a.s. hat seine Hand unter seinen Hals gehalten und das Blut in der Hand abgefangen und in die Höhe geschmissen hat, damit die Leute das sehen, was sie da verbrochen haben. Er sagt, und so werde ich mein Opa begegnen. So werde ich Muhammad sallallahu alaihi wasallam begegnen. In diesem Zustand. Und dann ging er mit dem geschächteten Baby zu den Zelten zurück. Und seine Hände und seine Kleidung waren voll mit Blut von diesem Baby. All diese Sachen, die Hussein a.s. getan hat, sollte normalerweise eine Art Abschreckung für die Feinde sein, damit sie ihre Taten auch auf dieser Erde sehen können. Aber wenn sie vor Allah stehen, dort hilft kein Sohn und kein Geld mehr. Und das wird gesagt, وقيل أن الحسين حفر للطفل في كربلاء بجفن سيفه ورمحه ودفنه على حالته. Es wird gesagt, dass Hussein a.s. in Karbala mit seinem Schwert so ein kleines Loch gemacht hat und hat sein Baby da reingemacht und ihn mit dem Sand bedeckt. Und man sagt, es gibt verschiedene Riwayat, man sagt, dass dieses Kind, dieser Leiche bleibt und dort in Karbala, bis Imam Zaman a.s. erscheint und er wird das Kind aus der Erde wieder rausnehmen. Damit er sich an den Nachkommen von Jesid durch diesen Nachkommen rächt. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْعَاشِرِ وقد بقي الحسين وحيدا فريدا لا ناصر له على القوم الظالمين فوقف على جثث القتلى من أصحابه وجعل ينادي أما من ناصر ينصرنا
أمام الناصر ينصرنا أهل البيت، أمام مجير يجيرنا، أمام طالب للجنة يذب عن حرم رسول الله. Und als der zehnte Tag kam, stand Hussein عليه السلام ganz und gar alleine ohne Helfer, ohne einen Freund von den Freunden, die er mitgebracht hat, ohne einen Sohn, der ihm hilft. Und dann lief er zwischen die Zelten und rief: Gibt es jemand noch, der mir hilft? Gibt es jemand, der mir Beistand leistet? Gibt es jemand, der nach Paradies sehnt? Gibt es jemand, der die Ehre des Propheten sallallahu alaihi wasallam rettet? Warum rief Hussein alaihi salam so? Damit er diesen Beweis vor diesen Menschen vorliegt, damit sie nicht nachher sagen, wir wussten nicht. Ahlul Bayt Hussein salamullah alaihi, Ahlul Bayt alaihi salam, unter diesen Hussein alaihi salam, ihre Aufgabe, diesen Menschen zu warnen, nicht zur Religion mit Gewalt zurückzuholen. Und die Warnung hat Hussein a.s. nicht aufgegeben bis zum letzten Odem. So, gezeigt Beispiele, dass sie vielleicht sich vor der Höllenfeuer retten, obwohl dass er dort alleine stand. فوقع كلام الحسين في مسامع الحر الرياحي على رواية أن الحر الرياحي كان آخر من قتل من الأنصار وكان في معسكر ابن سعد لعنه الله فجعل الحر يفكر وهو في عسكر ابن زياد فقال في نفسه هذه الدنيا زائلة والناس عنها راحلة والموت لا بد منه ومن لم يقتل يموت ومن يهرب من الموت لم ينج منه وإذا كان الموت بين يدي الحسين يكون رضا الله والرسول وقد روي في الأخبار أن تفكير ساعة في الآخرة خير من عبادة 70 سنة وقد وقعت هذه المسألة يوم العاشر من المحرم في كربلاء فإن الحر تفكر ساعة بها دخل الجنة وعمر بن سعد عبد الله 70 سنة حيث قاتل الحسين لم تنفعه تلك العبادة سبحان الله. Als Hussein عليه السلام rief zwischen diesen Menschen, Subhanallah, guck mal die Hoffnung. Deswegen, man soll nie die Hoffnung aufgeben und sagen, der glaubt nicht und der wird nicht glauben. Auf einmal kam einer der stärksten Männer von Yazid ibn Muawiyah, la'anahumullah, raus, heißt Al-Hur ibn Yazid al-Riyahi, wovon wir auch schon mal gesprochen haben, und hat sich überlegt, stand er zwischen Yazids Armee und Hussein. Und der war der letzte Helfer von Hussein a.s. Er spaltete sich von Yazids Armee und stand in der Mitte und hat sich überlegt. Er sagt, soll ich hier bleiben oder soll ich zu Hussein gehen? Wenn ich hier gehe, ich weiß, dass das die Hölle ist. Und wenn ich dort gehe, ich weiß, dass das dort Paradies ist. Und ich weiß, dass er der Sohn des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist. Er hat sich überlegt, die Überlieferungen sagen, eine Stunde überlegen bedeutet 70 Jahre Allah dienen. Umar ibn Sa'ad, der Führer von der Armee der Yazid, war ein gläubiger Muslim, der Allah subhanahu wa ta'ala 70 Jahre gedient hat. Hat ihm diese Tat all seine Werke verloren lassen. All diese Werke, die er geleistet hat, all diese Ibadat, die er gemacht hat, alleine, dass er gegen Hussein a.s. gestanden hat, innerhalb von ein paar Stunden, hat er da seine Werke verloren. Und Yazid, Hur ibn Yazid al-Riyahi, war im Gegenteil. Er war ein nicht korrekter, sagen wir, der nicht korrekt in Bezug auf die Religion. Und er stand auf Seite von Yazid. Sein ganzes Leben war in Dalal, sozusagen. Und dort, diese Stunde, hat ihn gerettet. Durch seine Entscheidung
zu Hussein alayhi salam zu gehen. ثم أن الحر بعد أن آثر الآخر على الدنيا فأقبل على ولده بكير وكان في كربلاء فقال له يا بني أما تنظر إلى الحسين ابن بنت رسول الله فإنه وحيد فريد ليس معه ناصر ولا معين على القوم الظالمين وهو يستجير فلا يجار ويستغيث فلا يغاث يا بني سر بنا إليه فإن الناس عن هذه الدنيا راحلة وكرامات الدنيا زائلة يا بني ليس لي صبر على النار ولا على غضب الجبار ولا يكون غدا خصمي أحمد المختار يا بني أسرع بنا إليه قبل أن تفوتنا الفرصة فلعلنا نفوز بالشهادة ونكون في الآخرة من أهل السعادة فقال له الغلام طوع إرادتك يا أبتاه فأقبل من عسكر ابن سعد لعنه الله حتى نزل على الحسين فجعل الحر يقبل يدي الحسين ويبكي وهو مطرق برأسه إلى الأرض حياء من الحسين حيث كان أولا عليه فقال له الحسين ارفع رأسك يا شيخ فمن أنت فرفع إليه رأسه وقال له يا مولاي أنا الذي جعجع بك في الطريق ومنعتك عن الرجوع إلى المدينة والله يا مولاي ما كنت أعلم أن القوم يبلغون منك هذه المنزلة ولو علمت أنهم ينتهون بك إلى ما أرى ما ركبت الذي ركب وها أنا جئتك تائبا فهل لي من توبتان يا ابن رسول الله فقال له إن تبت تاب الله عليك ويغفر لك وهو أرحم الراحمين الحر رضوان الله عليه كام zu Hussein erstmal davor sprach mit seinem Sohn sagt O Sohn wir müssen überlegen jetzt stehen wir zwischen zwei Wahlen entweder Hölle oder Paradies diese Dunya mit all Luxus was dieser Dunya hat, wird vergehen. Es gibt keine Stellung in dieser Dunya, die ewig bleibt. Und ich habe Angst vor der Begegnung. Ich fürchte, dass ich durch meine Taten, dass ich auf die Seite von Yazid stehe, in die Hülle gehe. Wie wäre es, wenn du mich begleitest zu dem Fürst des Paradieses, Hussein, salamullah alayh, Sohn von Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Dieses Kind sagte, ich bin einverstanden. Die sind zu Hussein a.s. allesamt gegangen. Und als dieser Mann, dieser alte Mann, vor Hussein a.s. stand, beugte sich auf seine Knie nieder und nahm die Hände von Hussein a.s. fing sie an zu küssen. Und sagte, O Hussein, O mein Maulai, Wallah, ich wusste nicht, was mit dir passieren wird. Ich wusste nicht, dass das so mit dir endet. Er sagt, steh auf, wer bist du? Er sagt, ich bin derjenige, der dich begleitet hat und dich daran gehindert hat, nach Medina zurückzukehren. Ich bin einer der größten Soldaten, Befehlshaber der La'in Yazid ibn Muawiyah. Und ich bin jetzt zu dir gekommen, um aufzuhören, um die Reue zu zeigen. Gibt es eine Vergebung? Er sagt, wenn du bereust, wenn du die Reue zeigst, Allah vergibt dir. Und Allah ist der Barmherzigste. ثم استأذن الحر بمبارزة القوم فأذن له الحسين فقال له انزل بارك الله فيك فقال الحر أنا لك فارسا خيرا مني راجلا أقاتلهم على فرس ساعة ثم يكون إلى النزول آخر أمري Er sagt, Hussein a.s. Er sagte zu Hussein,
erlaubst du mir jetzt gegen diese ehemaligen Freunde zu kämpfen? Er sagt ja, steig ab. Er sagt nein, dir ist besser, dass ich auf meinem Pferd bleibe. Das ist mir ist auch besser, dass ich auf meinem Pferd bleibe, denn ich kann besser kämpfen. Und mein Abstieg geht erst dann, wenn ich sterbe. فأذن له الحسين وبرز الحر يقاتل القوم حتى وقف مقابل جيش ابن سعد فقال لهم ويلكم يا أهل الكوفة يا أهل الغادر والمكر على ما دعوتم هذا الإمام الصالح وزعمتم أنكم تنصرونه وتقاتلون بين يديه حتى إذا أتاكم عدوتم عليه وغدرتم به وحطتم به من كل جانب ومكان حتى صار كالأسير بينكم ومنعتموه من التوجه إلى بلاد الله لا سقاكم الله يوم العطش الأكبر ثم جعل عليهم وهو يقول إني أنا الحر ومأوى الضيف أضربوا في أعراضكم بالسيف ضربا غلام لم يخف من خايف أحمي من حل بأرض الخوف. Er ging zu diesen Feinden hin, Al-Hur, und sprach mit denen. Er sagt, wie euch, ihr habt ihn selber angeschrieben. Ihr seid die Kufiten. Ihr seid diejenigen, die ihn angeschrieben haben. Ihr habt ihn zu euch eingeladen. Und jetzt sticht ihr ihn alle in den Rücken. Jetzt umzingelt ihr ihn von jeder Ecke, sodass er wie ein Gefangener wird. Und das ist der Imam, der Salih, der Richtige, der, den Allah subhanahu wa ta'ala uns befohlen hat, ihn zu gehorchen. Ich bin Al-Hur. Der Freie heißt das. Ich bin Al-Hur. Und ich bin der, den Gast aufnimmt, wenn er zu mir kommt. Ich haue mit meinem Schwert eure Seiten, sodass ich euch zerstöre. So wie einen jungen Mann, obwohl das er alt war, wie einen jungen Mann, der nicht Sorge macht, ob er in den Tod reinfällt oder nicht. فضربهم بسيفه وطعنهم برمحه وهو وولده حتى قتل منهم مقتلة عظيمة فصرع ولده بين يديه فقال الحمد لله الذي رزقك الشهادة مع ابني بنتي رسول الله. Er ging mit seinem Sohn, hat diesen Menschen angegriffen, er kämpfte, hat er so viele von denen umgebracht und auf einmal treffen sie seinen Sohn zwischen seinen Händen und fällt als Märtyrer zwischen seinen Händen. Was sagt er? Er sagt, Alhamdulillah, ich danke Allah, dass er dir diese Shahada gegeben hat. Zwischen den Händen von Sohn von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Thumma ahatu, subhanallah, das ist ein alter Mann. Das ist ein alter Mann, aber ein tapferer. Einen Hur, das heißt einen Freien, der wirklich frei war, im wahrsten Sinn des Wortes. Dass sein eigener Sohn zwischen seine Hände fiel, und das hat ihn gar nicht geändert. Er sagt, Alhamdulillah, statt zu weinen. Und er kämpft weiter, wie ein Löwe. Summa ahatu bil hur. Min kulli janibin wa makan, hatta qataluhu rahmatallahi alayh. فمضى الحسين إليه وقال والله ما أخطأت أمك حيث سمتك حرا وإنك الحر في الدنيا وسعيد في الآخرة ثم أنشأ يقول على ما روي فنعم الحر حر نبي حر بني رياحي صبور عند مشتبك الرماح ونعم الحر إذ واسى حسينا فجاد بنفسه عند الصباح لقد فاز الأولى فلقد فاز الأولى نصر لقد فاز الأولى نصر حسينا وفازوا بالهداية والفلاح. Das heißt, Al-Hur, als er dort stand, عليكم السلام, und gekämpft hat, umzingelten danach ihn, Al-Hur, und haben sie ihn getötet. Als Hussein a.s. das sah, rannte er zu Hur
und sagte, Subhanallah, Rahimak Allah, möge Allah dir seine Barmherzigkeit schenken. Deine Mutter hat nicht falsch getan, indem sie dich Hur genannt hat. Das heißt, frei. Und du bist frei in Dunya und glücklich in Akhirah. وكان الحسين عليه السلام كلما صرع أحد أصحابه وأحبابه وقف على مصرعه يبشره بالجنة والنعيم الدائم وبعد أن قتلوا أصحابه جميعا وقف على جثثهم وجعل يخاطبهم ويقول إلى نصرته وهم قتلى جثثا بلا رؤوس يدعوهم إلى نصرته. Das heißt, Hussein a.s. als er all seine Freunde verloren hat, all seine Helfer verloren hat, der ging immer, jedes Mal, wenn einer zu Boden fiel, ging er zu ihm und hat ihm gesagt, dass er ins Paradies geht. Und bis dann nachher nur zwischen die Leichen stand, sprach er sie alle zusammen an und sagte zu ihnen, helft mir. Er redet mit Leichen, helft mir. Obwohl, dass diese Leichen alle ohne Köpfe waren, war immer, wenn jemanden fehlt, als Märtyrer dort, sie haben ihn nicht gelassen, ohne seinen Kopf zu trennen von seinem Körper. So, da waren die Leichen, die Freunde von Hussein a.s. und die Helfer und seine Kinder und sein Bruder Abbas, waren alle ohne Köpfe. Weil die wollten die Köpfe auf die Speere setzen und Richtung Damaskus gehen. Und dann liefen sie mit den Speeren, mit Köpfen drauf, Richtung Damaskus. وهذا تأكيد للحجة على القوم الظالمين حتى لا يبقى لهم عذر عند الله يوم القيامة فجعل يدعو الأموات إلى نصرته فقال حبيب بن مظاهر فقال يا حبيب بن مظاهر ويا مسلم بن عوسجة ويا زهير بن القين ويا أخي يا عباس يا أبطال الصفاء يا فرسان الهيجاء ما لي أناديكم فلا تجيبون وأدعوكم فلا تسمعون أنتم نيام أرجوكم أن تنتبهوا أم حالت مودتكم عن نصرة إمامكم فلا تنصروه. Er stand zwischen die Leichen und sprach sie alle an, namentlich. Er rief, O du Habib Muzahir, sein Freund, einer der Freunde, der mit ihm aufgewachsen ist, Habib in Medina. ويا مسلم بن عوسجة ويا زهير بن القين ويا أخي يا عباس. O mein Bruder, O Abbas, O ihr reine Helden, O ihr die tapferen Ritter, was ist los mit euch? Ich rufe euch und ihr antwortet nicht. Schlaft ihr? Warum antwortet ihr nicht? Ich rufe euch zum Helfen und keiner bewegt sich von euch. Ihr redet mit denen, damit die Feinde das hören. Ich bitte euch, dass ihr aufsteht oder eure Liebe lässt nicht zu, dass ihr eurem Imam helft. هذه نساء الرسول فقد علاهن النحول فقوموا عن نومتكم أيها الكرام وادفعوا عن حرم الرسول الطغاة اللئام ولكن صرعكم ريب المنون وغدر بكم الدهر الخؤون وإلا لما كنتم عن نصرتي تقصرون ولا عن دعوتي تحتجبون فما فها نحن عليكم متفجعون وبكم لاحقون إنا لله وإنا إليه راجعون. Er sprach mit denen. Er sagt, warum antwortet ihr nicht? Hat bestimmt der Tod euch stumm gemacht. Der Tod, der durch den Verräter verursacht wurde. Denn sonst, ich weiß, dass ihr nicht zugelassen hättet, dass die Frauen des Propheten, die mit mir sind,
diese Mädchen, die der, zu dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gehören, dass ihr sie nicht im Stich lassen würdet. Werdet ihr aufgestanden und mir geholfen. Und dann, ich kenne euch, so kenne ich euch. Und jetzt seid ihr als Leichen gefallen durch diese Schwerter der Verräter. قال المفيد رحمه الله لما قتل الحسين لما قتلوا أصحاب الحسين وإخوته وأبناءه وخصوصا لما قتل أخوه العباس أحدق القوم الظالمون من أهل الكوفة بأبي عبد الله الحسين وصمموا على قتله وانتهاك حرمته وطلبوا منه أن يبايع إلى يزيد وأما أن يبرز للحرب والقتال فاستعد الحسين للحرب والقتال وحيدا فريدا ولم يعطهم البيعة ليزيد ودخل على خيمة زين العابدين حتى يوصيه بوصايا ويستودعه الله وكان زين العابدين مريضا لا يستطيع الجهاد. Hussein a.s. Jetzt ist er dran. Steht er vor diesen Feinden und sie sagten zu ihm, jetzt stehst du zwischen zwei Wahlen. Entweder kommst du und schlägst du deine Hand mit der Hand von Yazid und gibst es zu, dass er dein Führer ist, oder wird mit dir so passieren wie mit deiner Freundin und deiner Familie. Hussein a.s. als einen einsamen Imam dort, geht er zurück in den Zelt und redete mit seinem Sohn, der übrig gebliebene Imam, Zain al-Abidin, a.s., der auch in der Zeit krank war. Er redet mit ihm, um ihm sein Vermächtnis zu hinterlassen, sein Testament, und um sich von ihm zu verabschieden. ولما رأى زين العابدين أباه مقبلا عليه قال لعمته زينب أجلسيني واسنديني ففعلت ذلك فقال له الحسين كيف تجد نفسك يا بني يا بني فحمد الله وأثنى عليه ثم قال زين العابدين أجل يا أبتاه ماذا صنعت اليوم مع هؤلاء القوم الكافرين؟ Als er dort reinging zu seinem Sohn Zain al-Abidin, Zain al-Abidin war krank, sagte zu seiner Tante Zainab a.s., sag, mach, lass mich sitzen, halt mich fest. Hussein a.s. fragte, wie geht's dir jetzt, mein Sohn? Zain al-Abidin war im Zelt, der wusste nicht viel, was da draußen passiert. Er sagt, Alhamdulillah. Zain al-Abidin sagte zu Hussein a.s., Alhamdulillah. Aber was hast du mit diesen Kuffar gemacht? Was ist passiert jetzt? Wie weit bist du? Fragte sein Vater. فقال الحسين يا بني قد استحوذ الشيطان على قلوبهم فأنساهم ذكر الله تعالى فقال زين العابدين أجل يا أبتاه أين عم العباس؟ Zain al-Abidin hat nichts gewusst. Er sagte, als Hussein a.s. ihnen gesagt hat, diesen Menschen hat der Shaitan sie besetzt. Ihre Herzen begreifen nichts mehr. Er sagt, ja, hast du recht, Vater, aber was ist los mit meinem Onkel Abbas? Er wusste nicht, dass Abbas schon im Paradies ist. فَإِنِّي لَا أَرَى لَهُ شَخْصًا وَلَا أَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا. Er sagt, seit langem habe ich ihn nicht mehr gesehen und ich höre seine Stimme gar nicht mehr draußen. فقال الحسين عظم الله لك الأجر بعمك العباس قد قتله القوم الظالمون على شاطئ الفرات فنادى زين العابدين وعماه وعباساه وعماه وعباساه وعماه وعباساه وعباساه وعباساه
Wabasa, wabasa. Als Hussein ihn sagte, dein Onkel hat das Leben verlassen auf dem Euphratstrand, dort wo er das versucht hat, uns Wasser zu bringen, schrie Zain al-Abidin laut, O Onkel, O Abbas, nach dir, O Abu al-Fadl, was für ein Leben. ثم قال أين أخي علي الأكبر؟ Wo ist mein Bruder Ali al-Akbar؟ فقال قتل يا بني. Er sagte, er ist gestorben. Er ist umgebracht worden. Und da fing er an zu rufen, O Bruder, wa Aliya, وجعل يسأل عن أصحاب أبيه واحدا واحدا. Er fing an, einzeln nach den Also nach den Freunden seines Vaters einzeln nachzufragen. فقال الحسين يا بني كل من تسأل عنهم قتلى وعلى الأرض صراحة. Allen, die du nachfragst, sind Tote, die auf der Erde liegen. ولم يبقى سوى أنا. Ist nur ich geblieben. Der Einzige, der hier geblieben ist, das bin ich. وأنت und du. في مخيمنا هذا أما أنا فإني راحل عنك الساعة. Er sagt, wir sind beide übrig geblieben. Was mich angeht, ich verabschiede mich jetzt von dir. Ich gehe von dir weg. فيبقى الأمر إليك. فقال زين العابدين عمتا علي بالسيف والعصا فقال الحسين ماذا تريد أن تصنع بالسيف والعصا فقال أما العصا فأتوكأ عليها وأما السيف أجاهد به بين يديك. فراكتي. Auf einmal sagte Zain al-Abidin, obwohl das er schwer krank war, er sagt, Tante, gib mir einen Stock und einen Schwert. Hussein sagt, was willst du damit machen? Er sagt, den Stock, damit ich stehen kann, dass ich mich darauf lehnen kann. Und was mein Schwert angeht, ich will dir helfen, mein Vater. Subhanallah. Todkrank. Ich will kämpfen. يا أبتا حتى ألقى حمامي دونك فأفديك بنفسي. Ich will mich selbst für dich opfern, O Vater. فقال الحسين لا أدعك تفعل ذلك بل تبقى أنت حجتي على أهل بيتي وشيعتي وترد هؤلاء النساء إلى مدينة جدهن رسول الله. فكأن الحسين ما شدد عليه المسائل فلم يخبره أن نساءه تسبى وأنه يكون أسيرا إلى يزيد في بلاد الشام ثم أوصاه بوصاياه التي هي وصايا الأنبياء والأوصياء واستودعه الله ومضى عنه وأنشأ يقول. Hussein a.s. sagt, nein, du darfst es nicht. Du bist der einzige nachher, der einzige Mann, der zwischen diese Frauen bleiben wird. Deine Aufgabe ist, diese Frauen wieder zurück zu der Stadt, unser Opa, zurückzubringen. Und du sollst sie in Schutz nehmen. Er hat ihnen nicht erzählt, dass sie verbannt werden, dass sie verschleppt werden, damit er ihnen seine Krankheit etwas erleichtert. Und dann fing er an zu sagen, wenn die Körper nur deswegen erschaffen wurden, um vernichtet zu werden, dann ist es lieber, dass der Mensch für Allah durch den Schwert fällt. Und wenn die Gelder, um zu verschwenden, gesammelt werden, warum wird der Mensch für diese Gelder geizig werden? Und wenn die Segen Allahs, Rizq Allahs,
eingeschränkt sind, so wie Allah es möchte. Dass der Mensch keine Rücksicht macht auf das, was vergänglich ist, ist weiser. Ist weiser. Das heißt, gehört zu der Weisheit. ثم جعل الحسين ينادي هلم يا آل رسول الله للوداع فهذا آخر الاجتماع والملتقى في الجنة. Rief seine Familie, jetzt will ich mich von euch verabschieden, jetzt sehen wir uns zum letzten Mal auf dieser Erde, wir treffen uns wieder im Paradies. Die liefen alle zu ihm. فقمنا النساء للوداع فواحدة تشمه بنحره وواحدة تقبله بصدره وأخرى تتعلق بردائه تمنعه عن المسير إلى الحار فقامت ابنته سكينة وتعلقت به وعبرتها تنهمل على وجنتيها فجعل يلاطفها ويهون عليها المصيبة ويمسح دموع عينيها بكمه ويقول سيطول بعدي يا سكينة فاعلمي منك البكاء إذا الحمام دهاني لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة ما دام مني الروح في جثماني فإذا قتلت فأنت أولى بالذي تأتينه يا خيرة النسوان. Er sagt, Hussein عليه السلام, jetzt, wir trennen uns. Wir werden uns erst im Paradies wieder treffen. Und auf einmal rannten die Frauen zu ihm, die Kinder, die Mädchen zu ihm. Eine küsste ihn an seinen Hals. Die andere hält sein, klettert an seine Kleidung und zieht dran. Und die andere weint und wischt ihre Tränen mit seiner Kleidung. Und Sukaina, seine Tochter, die so klein war, fing an, richtig stark zu weinen. Und Hussein a.s. streichelte über ihren Kopf. Versucht er, das ihr zu erleichtern und sagte zu ihr, mein Abstand zu dir wird groß und du wirst über mich weinen. Du sollst mein Herz nicht durch deine Tränen verbrennen, solange das in mir einen Ruh gibt. Du bist diejenige, die nach mir weiterleben soll, wenn ich sterbe. Denn du bist die beste Frau, die heiraten soll. ثم قال لهن يا بنات رسول الله ابغوني ثوبا خلقا اجعله تحت ثيابي لئلا اجرد منه فاني مقتول ومسلوب لا محال. سبحان الله. حسين سلام الله عليه sagte zu ihnen, sie werden mich töten. Und sie werden das, was ich auf mir habe, an Kleidung, sie werden beklaut. Und deswegen gib mir noch ein Stück Kleidung, dass ich das unter meine Wäsche anziehe, damit sie meinen Körper nicht entblößen. Billiges Stoff, damit sie das nicht klauen. So, dass sie meinen Körper nicht frei nackt machen. حَتَّى لَا يَرْغَبْ بِهِ الظَّالِمُونَ. Damit sie nicht das Bedürfnis danach haben, mir meine Kleidung von meinem Körper wegzunehmen. Denn das ist nichts wert, was er in der Hand hat. So eine kleine, alte Kleidung. فَقَالَتْ لَهُ أُمُّ كُلْثُومَ يَا أُخَيَّ يَا حُسَيْنَ كأنك استسلمت للقاتل والموت فقال لها كيف لا يستسلم للموت من لا ناصر له ولا معين وقد أحدق به هذا العدو الكثير فقالت له سكينة يا أبا ردنا إلى مدينة جدنا رسول الله. Seine Schwester Umm Kulthum sagte zu ihm,
Du siehst so aus, als ob du den Tod erwartest, dass du da dann aufgibst, dass du nicht gewinnst in diesem Krieg. Er sagt, wie soll ich nicht den Tod erwähne oder zu dem Tod gehen und zu mir ist kein, oder bei mir steht kein Helfer mehr und kein Beistier und diese Feinde, sie wollen meinen Kopf haben. Da sagte Sukaina, seine Tochter, zu ihm, dann bring uns erstmal zurück zu unseren Häusern. Da, wo unser Opa geliebt hat, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Wir versuchen, das Ende zu nahen, wo Hussein alaihi salam geköpft wird. قال من شهد الواقع وهو حميد بن مسلم وكان في عسكر ابن سعد والله ما رأيت مكثورا قد قتل ولده وأهل بيته أربطوا جأشا من الحسين أنه كان الرجالة لتشد عليه فيشد عليها بسيفه فتنكشف عنه انكشاف المعزى إذا شد فيها الذئب وكان يحمل عليهم وقد تكاملوا 30,000 ما بين فارس ورجال فينهزمون من بين يديه كأنهم الجراد المنتشر ثم يرجع إلى مركزه ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هؤلاء قوم كفروا بعد إيمانهم فلما نظر إليه ابن سعد وقد ظهرت منه تلك الجماعة الحيدرية فقال لأصحابه لكم الويل أتدرون لمن تقاتلون هذا ابن الأنزع البطين هذا ابن قتال العرب ارموه بالسهام والنبال والحجارة حتى تثخنوه فقف جعلوا يرمونه من بعد Hussein, salamullah alayhi, war so wie ein Löwe wie sein Vater. Immer wenn er angegriffen ist, sind sie vor ihm weggelaufen. Und jedes Mal, wenn er jemanden trifft, der nahe zu ihm war, hat ihn umgelegt. So dass die Armee, das waren über 30.000 Menschen, dass sie gefürchtet haben, dass sie allesamt getötet werden durch diesen Schwert von Sohn von Ali, salamullah alayhi. Dann Ibn Sa'ad hat gefürchtet, sagt, wie lange soll das gehen? Wir werden das nicht schaffen. Wenn wir Mann zu Mann kämpfen, wir werden das nicht schaffen, dann nehmt jeder von euch Stein in der Hand und Pfeile und Speere und beschmeißt ihn von der Entfernung. Denn ansonsten, ich habe keinen Mann mehr übrig von euch. Und dann fingen sie an, ihn mit Steinen zu bewerfen und mit den Speeren und mit den Pfeilen. فَجَعَلُوا يَرْمُونَهُ مِنْ بُعَدْ رَمِيَ الْجُبَنَاءِ فتساقطت عليه السهام والنبال والحجارة كأنها شآبيب المطر ثم حمل عليهم وفرقهم عن المشرعة حتى خاض جواده نهر الفرات فلما أحس الجواد بالماء أراد أن يشرب فقال له الحسين أنت عطشان وأنا عطشان ثم أن الحسين أخذ من الفرات جرعة ليشربها فرماه الحسين بن نمير بسهم فوقع في يده فسقط الماء عن يده ولم يشرب فأخذ الماء ثانية في يده الثانية فناداه خولي بن يزيد الأصبحي يا حسين هذه الخيمة النساء قد أحرقت وأنت حي تشرب الماء وتتلذذ به فرمى الحسين الماء من يده ثانية ولم يشرب من الماء قطرة واحدة Sie haben ihn beworfen mit den Pfeilen und Speeren und Steinen, als ob es auf ihn geregnet hätte. Und trotzdem rannte Hussein a.s. in der Richtung des Wassers und stand er dort
und er merkte, dass das Pferd Durst hatte und wollte trinken und sprach mit seinem Pferd und sagte, oh du mein Pferd, hast du Durst und ich habe Durst. Und ging er runter, um irgendwas von dem Wasser sich zu nehmen, traf ihn einer mit dem Speer, mit dem Pfeil in seiner Hand. Und da fing er nochmal, wollte er nochmal trinken. Da einer sprach ihn an und sagte, oh wehe dir, Hussein, was für ein Herz hast du? Deine Frauen sitzen im Zelt und du genießt das kalte Wasser. Dann ließ das Wasser von seiner Hand fallen. Das heißt, sie haben ihn nicht nur körperlich versucht zu töten, sondern auch innerlich, auch seelisch zerstören. Sein Charakter, sein Moral. Subhanallah. Und sie wussten, das ist der einzige Mann auf dieser Erde, der so handelt. Das ist der einzige Mann, der kein Ego hat. Er ließ das Wasser trotz seinem Durst fallen aus seiner Hand. وَأَقْبَلَ نَحْوَى مُخَيَّمِ النِّسَاءِ فَوَجَدَهَا سَالِمًا. Sie sagten zu ihm, Vorsicht, du trinkst und dort brennen die Zelten von deiner Frauen. Er ließ das Wasser von seiner Hand fallen und rannte Richtung dieser Zelten und sah, dass das wirklich doch alles in Ordnung ist. فَعَلِمَ أَنَّهَا مَكِّيَدَ فَرَجَعَ يَطْلُبُ الْمَاءِ. Er hat gewusst, dass sie in eine Falle aufstellen wollen. Der ging wieder zu Wasser. مَرَّةً ثَانِيَا فَلَمْ يُمَكَّمْ مِنَ الْوُصُولِ إِلَيْهِ فَحَالُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَاءِ الْفُرَاتِ فَحَمَلَا عَلَى الْقَوْمِ كَالْأَسَدِ فَتَنَاهَضَتِ الْأَبْطَالِ إليه وأحاطت به الرجال من كل مكان وشرقوه ورشقوه بالنبال حتى صار درعه كالشوك في جلد القنفذ وهو يزداد قوة وشجاعة. حسين سلام الله عليه fand er keinen Ausweg, keinen Weg zum Wasser. Sie fingen an, ihn allesamt zusammen anzugreifen und ihn mit den Pfeilen zu bewerfen, so dass er auch wie sein Bruder Abbas wie ein Igel aussah mit den Speeren auf dem Rücken. فَجَاهَدَا وَقَاتَلَا قِتَالًا شَدِيدًا وَقَتَلَا مِنْهُمْ خَلْقًا كَثِيرًا وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ كَانَ يَقْدِمْ عَلَى الْحُسَيْنِ فَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهِ يَأْخُذُهُ الرَّعْبُ وَالْخَوْفُ فَيُلْقِي سِلَاحَهُ فَيُقْتَلُ وَبَعْضُهُمْ كَانَ مُكْرَهًا عَلَى حَرْبِ الْحُسَيْنِ. In zwischen die Soldaten von Yazid waren welche, die gezwungen waren, gegen Hussein a.s. zu kämpfen. Deswegen immer, wenn einer nahe zu Hussein a.s. kam, guckte er seine Ausstrahlung, hat sein Schwert von seiner Hand runtergeschmissen. Aus Gottesfurcht. Und die Feinde natürlich haben immer jeden, der aufgibt, getötet. وبقي يقاتل عليه السلام حتى انتصف النهار وغدت الخيل لا تطأ إلا على القتلى وجرت الدماء أنهارا فقال لهم ويلكم يا أعداء الله على قتل مثلي تجتمعون أليس أنا ابني بنتي نبيكم. Der Krieg wurde immer heftiger. Und so, dass die Pferden nur auf Leichen gerannt sind. Da waren nur Leichen, überall Leichen, durch das Schwert von Hussein a.s. Und als der Tag fing an zu brechen, wie jetzt, dass es mittags sei, dass jetzt diese Stunde, Hussein a.s. sprach sie an, wehe euch, wie könnt ihr gegen so einen Mensch kämpfen wie ich? Und ich bin der Sohn euer Prophet. Bin ich nicht der Sohn von eurem Fürsprecher in Qiyama, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Ist dieses Turban auf meinem Kopf nicht von meinem Vater Muhammad, von meinem Opa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Und ist das, was ich habe an Kleidung, sind das nicht von meinem Vater, meinem Opa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Und diesen Banner, was ich habe, ist das nicht von eurem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Und dieses Schwert, was ich in meiner Hand habe, ist das nicht von Ali? قَدْ قَاتَلَ بِهِ الْمُشْرِكِينَ وَالْجَاهِدِينَ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ. Womit Ali a.s. gegen die Mushrikin und die Verleugner gekämpft hat, sie sagten doch,
Wir wissen, dass das alles wahr ist. ولكن انزل على حكمي ابن زياد لا ترى إلا ما تحب. Sag ihn, komm, gib zu, jetzt, gib auf, was Ziyad angeht und kriegst du alles, was du magst. فقال لهم لا والله. Er sagt nein, والله. لا أعطيكم بيدي إعطاء الدليل ولا أقر لكم إقرار العبيد والله لا تلبثونا في دياركم بعد قتلي إلا كريث ما يركب ما كريث ما يركب الفرس حتى تدوروا بكم الرحى عهدا عهده إلي أبي عن جدي فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم كيدوني جميعا فلا تنتظرون إني توكلت على ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إنا ربي على صراط مستقيم ثم رفع يديه نحو السماء يدعو عليهم فقال اللهم سلط عليهم من لا يرحمهم ولا يدع منهم أحدا إلا قتلاه بقتلة وضربه وضربه بضربة لينتقم الله لي ولأهل بيتي وأوليائي وأشياعي منهم فإنهم دعونا لينصرونا فخذلونا وخرجوا علينا يقاتلوننا وأنت ربنا ربنا عليك توكلنا فاحكم بيننا وبين قوم ظلمونا وغررونا احمل عليهم فحمل عليهم وهو يضربهم بسيفه وقد عجزوا عن قتله مبارزة قال المفيد رحمه الله بينما الحسين يقاتل القوم إذ خرج من المخيم عبد الله بن الحسن الصب أخو القاسم وهو غلام لم يراهق وهو أصغر سنا من القاسم فلحقته زينب حتى تمنعه فقال لها الحسين احبسيه يا أختاه فأبى الغلام وامتنع عليه امتناعا شديدا وجاء يشتد إلى عمه الحسين حتى وقف إلى جنبه وقال لا أفارق عمي الحسين فهوى أبجر بن كعب إلى الحسين بالسيف فقال له الغلام ويلك يا ابن الخبيثة أتقتل عمي فضربه الأبجر فاتقاها الغلام بيده فأطنها إلى الجلد فإذا هي معلقة بجسم الغلام الله أكبر تكام auf einmal ein Kind aus dem Zelt, ein ganz kleines Kind, das ist der Bruder von Qasim, Sohn von Imam Hassan, Sohn vom Bruder von Hussein a.s. raus. Als er sah, sein Vater steht dort zwischen die ganzen Ungläubigen und kämpft alleine, rannte er dorthin. Und Hussein sieht das, sagt zu Zainab a.s., sperr ihn ein, sperr ihn ein. Sie konnte ihn nicht festhalten, er ist immer weg, zu Hussein a.s. gerannt. Er stand neben Hussein a.s. und redete mit diesem Kuffar und sagt, wie könnt ihr gegen meinen Onkel kämpfen? So ein kleines Kind, subhanallah. Und dann kam ein La'in, ein Verfluchter von diesem Menschen mit seinem Schwert, stand er davor und sagt, du Verfluchter, willst du meinen Onkel töten? Nahm er sein Schwert und wollte sein Hussein a.s. damit schlagen, dann ist dieses Kind mit seiner Hand davor gestanden. Nahm er seine Hand, sodass er ihn, dass er seine Hand abgeschnitten hat. Da hing seine Hand nur mit Haut, ohne Knochen. Also Haut hing so und seine Hand und hat gependelt. Fanada ya amma aw ya umma fa'atafa alayhi al-Husayn wa akhadahu wa dammahu ila sadrihi wa qala lahu ya ibna akhi sabran sabran ala ma nazala bika wahtasib fi dhalika al-khair fa inna allaha yalhaqaka yalhaqika bi abaika as-salihin محمد وآله الطيبين بعلي وفاطمة وجعفر سلام الله عليهم أجمعين ثم رماه حرملا بسهم فذبحه وهو في جنب عمه الحسين فقال الحسين عند ذلك
اللهم امنعهم بركات الأرض، فرقهم تفريقا، واجعلهم طرائق قدادا، ولا ترضى عنهم، ولا ترضى عنهم الولاة أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا فقتلونا، وجعل الحسين يضرب الرجال حتى انكشعوا عنه، فمكث قليلا وأحجم عنهم فوقفوا بإزائه، فجاء شمر ومعه جماعة فحالوا بينه وبين رحله ونسائه، فصاح بهم الحسين: ويلكم يا آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون يوم المعاد، فكونوا أحرارا في دنياكم وارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عربا. فناداه الشمر اللعين: ما تقول يا ابن فاطمة؟ فقال: أقول أقاتلكم وتقاتلوني، والنساء ليس عليهن جناح، فامنعوا عتاتكم وجهالكم عن من التعرض لحرمي ما دمت حيا. فقال له: لك ذلك. ثم صاح بأصحابه: إليكم عن حرم الرجل واقصدوه، فلعمري هو كفؤ كريم. Die versuchten immerhin zu schwächen. Was machten die? Töteten sie das Kind vor seinen Augen mit einem Speer von einer Seite ins andere, so dass er vor seine Hände starb, zwischen seine Hände starb, und fing Hussein a.s. gegen sie zu Dua zu verrichten. Und auf einmal rannten sie Richtung Zelten, dort wo die Frauen sind. Und dann war Hussein a.s. aus sich und schrie: Wehe euch! Was seid ihr für Männer? Was geht diese Frauen an? Ihr kämpft gegen mich. Ich bin ein Mann. Wenn ihr Araber seid, dann geht zurück zu euren Kulturen, dass das nicht erlaubt ist. Und wenn ihr frei seid, lasst man die Frauen doch in Ruhe. Ich bin derjenige, der gegen euch kämpft. Zumindest könnt ihr das machen nach meinem Tod, aber nicht in meinem Leben. Subhanallah. Und dann Shimr la'anahu Allah, dieser Anführer von dieser Mushrikin, sagte: Lasst ihn, lasst mal, kommt zurück, wir kämpfen gegen ihn. وبعد أن طال المجال وكثر القتل والقتال، قال الشمر اللعين لأصحابه: ما تنتظرون بالرجل؟ هذا ابن الأنزع البطين، هذا ابن قتال العرب، هذا ابن من قتل الأبطال وجندل الفرسان، ويلكم احملوا عليه حملة رجل واحد. فحملوا على الحسين ابن أمير المؤمنين من أربعة جوانب أربع فرق: فرقة بالحجارة، وفرقة بالنبال والسيوف، وفرقة بالرماح حتى أثخنوا بالجراح. وأول من تجرأ على الحسين وضربه على رأسه الشريف بالسيف مالك بن النسر الكندي لعنه الله. شمر زاد الحسين عليه السلام unbesiegbar ist. Er sagt: Wie euch, das ist Sohn von Ali. Das ist Sohn von einem Löwen. Und der ist so ein Tapferer. Der ist so ein Starker. Versucht mal, etwas anderes zu machen. Teilt euch in vier Gruppen. Und jede Gruppe nimmt etwas an Wurfwaffen, wie Steine, Speere und Pfeile, und bewirft ihn von vier Seiten. Und sie fingen an, ihn zu bewerfen damit, bis er schwach geworden ist. Bis er schwach geworden ist, voller Wunden. Und der Erste, der sich zugetraut, Hussein alayhi salam mit dem Schwert auf seinen Kopf, seinen heiligen Kopf, zu schlagen, war Malik ibn Nasr al-Kindi, la'anahu Allah. فَقَطَعَتْ ضَرْبَتُهُ الْبُرْنُسُ وَجَرَحَتْ رَأْسَهُ الشَّرِيفُ. فقال له الحسين: لا أكلت بيمينك ولا شربت، وإذا بهاتف ينادي: يا حسين، اسمح بنفسك واحمي شريعة جدك رسول الله. فوقف الحسين يستريح.
als er ihn schlug, der hat so wie einen Helm auf dem Kopf gehabt, Hussein a.s. Und durch diesen kräftigen Schlag dieses Schwertes entstand so eine Spalte in diesem Helm, sodass er den Kopf von Hussein a.s. traf. Dann Hussein a.s. hat geschrien, sag, möge Allah deinen rechten Lehm machen, lahm machen, sodass du damit nicht trinken und nicht essen kannst. Und auf einmal rief einer zu Hussein, sag, Hussein, rette dich doch, rette dich und schütze die Religion deines Opas. Da blieb Hussein a.s. beiseite, hat er sich ein bisschen erholt, وقال und sagte, إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي فيا سيوف خذيني. Er sprach, er sagt, wenn die Religion meines Opas nicht gerade wird, ohne meines Todes, so sollen die Schwerter mich nehmen. O ihr Schwerter, nehmt mich, redet mit den Schwertern. Das heißt, ich bin bereit zu sterben dafür. فرموه بحجر فوقع على جبهته الشريفة فشج رأسه وسال الدم على وجهه فأخذ الدم بيده وخضب به لحيته ورأسه وقال هكذا ألقى جدي رسول الله. Als einer ihm mit dem Stein auf dem Kopf traf, entstand eine Wunde, so dass sein Gesicht rötlich war. Er nahm von diesem Blut und schmierte damit seinen Kopf und seinen Bart und sagte, so werde ich meinen Opa Muhammad treffen. So werde ich meinen Vater Ali treffen. So werde ich meine Mutter Fatima treffen. Und das ist alles nur, damit er sie ermahnt. Damit sie sehen, was sie für Schandtaten dort in Karbala verübten. فرموه بسهم له ثلاث شعاب. Sie haben ihn mit einem Pfeil beworfen, der drei Köpfe hatte. فوقع في لبتي قلبه الشريف ثم ضربه درعة بن شريك على كتفه بالسيف فقطع وتينا ثم قطعه صالح بن وهاب في حاصرة في ثم طعنه صالح بن وهب في خاصرته ثم طعنه سنان بن أنس النقعي في ترقوته فضعف الحسين عن قتال القوم الظالمين فجعل ينوء ويكبو على ظهر جواده وينحني حتى سقط عن ظهر جواده إلى الأرض صريعا في جسده جراحات كثيرة وفيما بين طعنه وما بين طعنة برمح أو ضربة بسيف أو رمية بسهم قيل أنها 1900 جراحة كانت في جسده الشريف فانقلب على يمينه فلم يتمكن ثم انقلب على شماله فلم يتمكن فعمل وسادة من تراب ونام عليها والقوم لا يدرون على أي حالة هو حي أو ميت فذهب جواده إلى المخيم ينعاه إلى أهله فلما نظرنا أخواته إلى الجواد من سرجه عار ومن راكبه خالد خرجنا من خيامهن حاسرات على وجوهن لاطمات لخدودهن عاذرات بأذيالهن يدعون بالويل والثبور فأسرعنا حتى وقفنا على الجسد الشريف وهو ملطخ بالدماء مجرح بالسيوف فدرنا حوله دوران بنات النعش على الجدي فقالت له أخته زينب أخيا يا حسين.
Hussein, salam Allah alayh, wurde immer schwächer, als ihn diesen Pfeil in seinem Herzen traf. Einige Überlieferungen sagen, hat seinen Leber getroffen und versuchte er immer diesen Dings rauszunehmen und kam ein Stück von seinem Leber mit raus auf diesen Speer, auf diesen Pfeil. Und da fingen sie an, die Feinde ihn, diese Schwäche auszunutzen, und kam einer von einer Seite, hieß Salih ibn Wahab, hat ihn von seiner Hüfte, von seiner Seite geschlagen, mit dem Speer. Und dann Sanan ibn Anas al-Nakhi hat ihn auf den Nacken geschlagen, so dass er richtig geschwächt wurde. Und dann versuchte er sich an seinen Pferd zu halten. Und immer wieder kippte er um, so dass er auf dem Rücken lag, auf dem Sand der Wüste. Dort versuchte er, aus dem Sand ein Kissen zu machen, damit er sich etwas beruhigt ausruhen kann, und schlief er etwas ein. Man sagt, als man Husseins Körper sah zu beerdigen, hat man die Stellen, die Wunden gezählt, das waren über 1900 Wunden in seinem Körper. Er fiel auf den rechten Seiten, konnte er nicht sich hinlegen, fiel auf den linken, konnte er sich nicht hinlegen, dann machte er so einen Haufen Sand zusammen als Kissen und lag er seinen Kopf drauf. Und die Menschen wussten nicht, diese Feinde wussten nicht, ist er tot jetzt oder ist er am Leben. Sein Pferd auf einmal rannte Richtung Zelten, um dort ein Signal zu geben, dass Hussein a.s. nicht mehr da ist. Stand er vor den Zelten und dann kamen die Schwestern von Hussein a.s. raus und seine Töchter. Und sie sahen, dass das Pferd ohne Reiter ist, ohne diese Ausrüstung von Reiter. Sie fingen an zu schreien und zu weinen und sich damit zu schlagen. Und davon kommt dieses Hauen auf die Brust. Und auf dem Gesicht weinten, sodass jeder ihr Weinen gehört hat von diesem Menschen. Und Zainab, seine Schwester, rief ihn: Ja Hussein, 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 ja Hussein. Ya Hussein, 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 ya Hussein. يا حسين الله أتقي الروح يا كذا مروح Oh!
حر شباب در هوای نیداره
سيدي حسين جانان كوچا كوچا No.
سيدي حسين جانان كوچا كوچا ليكو با بوئي لتر خون دارا كوچا كوچا ليكو با بوئي لتر خون دارا كوچا ليكو با جون بناش تو ياشي بي قرار حيرانم اي حسين حسين جانم سيدي حسين جانم كوچا كوچا Yeah.